Willkommen zurück, Freunde. Wir sind hier in einer Meereshöhle, die wir beim letzten Mal erkundet haben. Und hier drin waren Amamo und Darus, die beiden Forscher, die ein Pokémon gefangen haben tatsächlich. Und gegen die mussten wir dann auch kämpfen. Das Item Schutz wirkt nicht mehr. Nein, ich möchte es nicht erneut einsetzen. Denn wir wollen einen Encounter aus dieser Höhle. Und der wird sein. Yo! Pokémon Kristall all over again! Wir haben da einen fucking Abra. Und wir haben einen Cursilla. Lil. Okay. Vorahnung. Weißt du was? Ich probier's mal mit einem Flottball. Du bist ein Baby-Pokémon. Ich glaube nicht, dass du jetzt hier enorme krass ausbrechen wirst oder so. Yo! Ah, dammit. Schade. Bitterkuss, okay. Oh, Cursilla ruft um Hilfe. Lol. Keine Hilfe aufgetaucht. Okay. Was könnte ich denn tun? Neutron in der Theorie mit einer Lehmschelle. Ja, 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 ja. Eine Lehmschelle sollte auf jeden Fall das Ding schwächen können. Ne? Schlecker. Oh je. Das Ding hat alle Statusattacken auf der Welt, ne? Scheinbar. So, schauen wir mal. Lehmschelle kommt raus. Bap! Oh shit, das macht gar nichts. Das macht einfach gar nichts. Biss kann ich nicht machen, weil das Ding ist ein Psycho-Pokémon. Psycho-Eis, ne? Um genau zu sein. Und jetzt verwirrt es uns noch. Goddammit. Aber es kommt keine Hilfe, das ist super. Für uns. Ja, ich muss das Ding weiterhin mit Lehmschelle schwächen. Ich habe keine andere Wahl, um ehrlich zu sein. Ich habe keine andere Wahl. Weil das Ding wird halt sterben, ne? Mit jedem anderen Move. I don't know, man. Und es ist auf minus 3 Genauigkeit und trotzdem trifft es jeden seiner blöden Moves, Alter. Come on, komm durch. Ja, danke. Sehr schön. So, nicht mehr verwirrt sein, bitte. Immer noch verwirrt. Goddammit. Okay, einmal schaffe ich noch. Sehr schön. Bah. Hey, das trifft jeden Schlecker. Jeden. Warte mal, einmal kann ich noch, weil... ich bin nicht mehr verwirrt. Einmal kann ich noch, denn er trifft mich kaum noch. Sehr schön. Okay. Ich setze mal einen Ball ein, weil das Ding ist, wenn ich jetzt raus switche, dann wird er wieder Pokémon rufen und so und das wäre dann mega doof. Come on, Cursilla. Damn. Ah, seht ihr? Er ruft, oder es ruft um Hilfe. Sie ruft um Hilfe. Und ein anderes Cursilla erscheint. Dammit. Okay. Steinwurf, ne? Mhm. Steinwurf auf das andere Cursilla. Das ist gut. Don't para me, please. Danke. Steinwurf. Bap. Auf jeden Fall One-Shot. So, Pfund. Wir wehren ab. Das ist gut. Nein, nicht fliehen bitte, sondern Pokéball schmeißen. Come on, du bist ein Baby-Pokémon. So viel kannst du nicht. Und Rosana ist jetzt auch nicht das stärkste aller Pokémon. Aber ey, come on. Alter. Das ist schwer zu fangen. Mein letzter Pokéball. Danach ist Ende.
Pulverschnee. Ja gut, jetzt habe ich noch ein paar Superbälle und dann war's das, ne? Schmeiß mal einen Superball. Come on. Come on. Come on. Come on. Jawohl, Freunde, Pokémon Kristall all over again. Guckt euch unbedingt die Pokémon Kristall Nuzlocke an. Da gibt's ein paar Parallelen. Oh, Funkensprung. Oh shit. Yo. Funkensprung und Käferbiss, Alter. Sehr schön. Kusilla. Ja, ich will ihm den Namen geben. Und zwar genau denselben wie in der anderen Lok. Denn der Name war so cool. Ne, dass wir ihn einfach wiederverwenden. Smooch! Naja, wisst Bescheid. Yeah, yeah. Ich will nur ganz kurz mal den Bericht angucken von Smooch. Minus Spätzdev, plus Dev. Ne, es ist neutral, mehr oder weniger, wenn man so will. Ja, aber interessant. Cooles Pokémon, um es zu haben. Ne? In eine Box senden, denn Kadabra ist natürlich noch ein bisschen stärker. So, jetzt aber wieder den Schutz aktivieren. Ne, nicht den Mini-Pilz, sondern den Schutz. Jetzt gucken wir uns noch ein bisschen um hier. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, hier mal gewesen zu sein, aber irgendwie habe ich null Plan, wo wir hier... Da unten ist ein Ausgang. Wir sollten auf keinen Fall das kleine Ding da so alleine lassen, aber... Ewiges Eis. Ein Item, das Eisattacken verstärkt, das ist super. Ja. Okay, Expertengurt, yo! Ein ultra gutes Item, das sehr effektive Attacken, glaube ich, um 20% verstärkt. Das Problem ist, wir haben jetzt keine... Kein Dingens mehr, ne? Ich gebe mal die Flinkklaue... Oh, nein, 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 nein. Die Flinkklaue gebe ich mal dem Ding hier. Der Neutron ist ziemlich langsam, glaube ich. Das Fokusband kriegt... I don't know, man. Mistogun oder so. Expertengurt bekommt... Blaubarschbube. Oder ewiges Eis? Nee, 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 das passt schon. Expertengurt ist schon okay. Ja, leider habe ich keine Dingens mehr, keinen Schutz mehr. Ja, das heißt, es werden massiv viele Pokémon jetzt, ne? Uns nerven. Es gibt Brotzugel hier. Yo. Alright. Hoffen wir mal, dass wir einigermaßen okay aus der Höhle rauskommen. Ich muss mir definitiv mehr Schutz kaufen. Drei Schutz. Bringt's nicht für so eine Exkursion. What the fuck? Ah, wir sind jetzt in der Bucht unten. Okay. Ob sie heute Nacht wieder auftauchen? Ich kann kaum erwarten, dass es dunkel wird. Meinst du gewisse Pokémon oder wie? Ein Brief. Flasche öffnen, ja. An den Finder dieser Nachricht. Meine kleinen Schwestern wohnen in Lili... Botschaft. Liebe Schwester, kannst du forschen? Sonderbaren Ort, doch keine Sorge. Die Leute hier sind alle freundlich zu mir. Pass auf dich auf, dein großer Bruder. Okay. Ein Mädchen in Lili. Alright. Behalte ich mir mal im Kopf. Werde ich mal offscreen oder so abchecken.
Oh, Zubat gibt's natürlich hier auch. Naja, wisst Bescheid, Freunde. Wo wären wir, wenn es hier keine Zubats gäbe? Ich bin echt gespannt, wie lange wir brauchen, um jetzt da wieder hochzukommen, weil... Das wird einfach massiv lange dauern, Alter. Oh Mann. Alright, ja, die Zeit könnten wir dazu nutzen, um was genau zu tun. Wir könnten über gewisse Sachen sprechen. Über was könnten wir denn sprechen? Was habe ich zu erzählen? Ja, theoretisch viel, aber ich will euch nicht in jedem Part damit auf die Nerven gehen. Außerdem habe ich das mit der TubeCon schon mal erwähnt, ne, was da passieren wird und was wir da machen und so. Ja, von daher muss das nicht mehr unbedingt sein. Ihr wisst jetzt alle ungefähr, was die TubeCon ist und was da abgeht und so. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr vorbeischaut, wenn ihr kommt. 29. Dezember, ihr wisst Bescheid. So, wir gehen zurück. Müssen wir noch durch das Feld? Ich hoffe nicht. Ja, perfekt. Sehr schön. Du bist mir vielleicht eins. Danke, Sefi. Und deinem Quaffaff sollte ich wohl auch danken. Warte, ich möchte mich ein wenig erkenntlich zeigen. Hm, dankeschön. Kuriogel, ja, ja, genau, Kuriogel können anhand des Nektars ihre Form ändern und ihren Typen und so weiter. Hey, Sefi, oh, Lili ist auch mit dir unterwegs. Was machst du denn hier, Tali? Naja, ich habe die Prüfung bestanden. Hey, Sefi. Ich will rausfinden, ob mich die Prüfung stärker gemacht hat. Und dazu müssen wir kämpfen. Ach, Tali. Ach, Tali. Ach, Tali. Startet er mit Litten, oder? Oh, ja. Das ist sehr schlecht für uns, denn Anubis hat eine massive Feuerschwäche. Der Junge wird uns wahrscheinlich gleich one-shotten oder so. Nichtsdestotrotz gehen wir mal raus zu Blauer Spube. Wir haben gute Spätzle-Werte, wir haben einen Expertengurt, mit dem wir mehr Damage machen mit unserer Aquaknarre. Und Blauer Spube kommt gleich ein Level weiter. Von daher ist das doch der perfekte... Okay. Der perfekte Trade. Hier, Aquaknarre. Bam, Expertengurt. Bam, Stab. Sehr effektiv. Bam. Bye. 120 EP. Alter, im Vergleich zu den Pokémon deiner Höhle, ne, ist es nicht so viel. 42 Spätz-Def. Zugabe. Oh, Zugabe ist so eine awesome Attacke, aber ich kann sie nicht lernen, weil wir zu viele gute Attacken haben. Wow. Oh, Pikachu. Wow. Du hast dir bestimmt überlegt, welches Pokémon, ne? Gehen wir mal zu Neutron. Neutron resistet zwar noch nicht die Elektroattacken, aber ich glaube, der Käferbiss macht schon Damage. Oh Gott, damn it, come on! Du mit deinem beschissenen Heuler, Mann. Okay, ich gehe für... Das wäre sogar fast ein One-Shot gewesen, ne? Ruckzuckieb. Ich gehe mal für eine Lehmschelle und guck mal. Das macht guten Damage. Um ehrlich zu sein, gehe ich gleich nochmal dafür. Wehrt die Attacke ab. Nice. Sehr schön. Das war's mit Pikachu. Leider haben wir jetzt einen Angriff auf minus 2, sprich halbiert. Aber okay. Bist du schon, ein Drachen-Pokémon, glaube ich, ne? Ja, deswegen ist der Funkensprung nicht sehr effektiv. Oh, shit, Freunde. Oh mein Gott. Blaubarschbube hat eine Eisattacke, die ist vierfach effektiv. Und wir haben den Expertengurt, der sehr effektive Attacken noch verstärkt. Oh my goodness. Bye. Bye, Bro. Bye. I am sorry.
Yo, er hat ein EM bekommen, der Junge. Goddammit. Naja, ich gönn ihm. So, Chihiro will Schnüffler lernen. Nein, danke. Kein Interesse, my boy. Oh Mann, dabei hätte ich dir so gerne gezeigt, was mein Pokémon noch drauf hat. Ja, alles cool, Tali. So, ich muss auf den Speicher aufpassen, weil ich nicht mehr allzu viel Speicher habe. Ich gratuliere dir natürlich zu deiner bestandenen Prüfung, Tali. Bestimmt hast du ein paar feine Attacken vom Stapel gelassen, nicht wahr? Klar, das habe ich Flamiao zu verdanken. Sicher reibt sich Hala jetzt vor Freude auch schon die Hände. Wie meint sie das? Naja, das gehört auch zur Prüfung. Wer die Prüfung der Insel besteht, muss danach ein Inselkönig, den Kampf gegen den Inselkönig antreten. Ja, genau so ist das. Die große Prüfung. Die kennen wir. Die ist so heftig. Mit etwas Rückenwind sollten wir von Route 3 in Windeseile hinter uns gelassen haben. Why the hell? Du sollst diesen Ort unbedingt mal tagsüber anschauen? Digga, es ist tagsüber. Naja gut, es ist abends, also ne? Fast abends, aber ich meine, das ist für dich. Sanftglocke, yo, wir bekommen so viele tolle Items direkt. Sobald wir Tauros haben, mache ich nochmal eine große Runde um die gesamte Map und dann gucken wir mal, ne? So. Kennt eines dieser Pokémon KP aufgefüllt im Ruheort. Bezwinge sämtliche Trainer auf Route 3, wenn ich dein Interesse geweckt habe. Yo, der gibt uns Ruheort, wenn wir alle Trainer gekillt haben und den besiegen können. Oh. Ja, du bist auch ein Trainer auf Route 3. Ich gebe meinem Vulcano ein Item zu tragen. In der Theorie, wenn ich jetzt ein Pokémon hätte mit dem mit der Attacke Raub, könnte ich dir den Scheiß klauen? Das wäre jetzt meine Frage. Und Anubis ist wieder, ne? Anubis mit den ganzen Feuer-Pokémon, Alter. Nicht so mein Ding. Ja, wir gehen zu... Ja, wir gehen zum Blaubarschbube. Blaubarschbube tankt einfach alle speziellen Hits und haut Expertengurt, Aquaknarren raus und so, ne, wisst Bescheid. Blaubarschbube ist einfach das beste Pokémon gerade. Was ist euer Lieblings-Pokémon, Alter? Schon wieder Instant Burn mit der ersten Glut wieder? Hör mal auf, Mann. Was ist euer absolutes Lieblings-Pokémon aus meinem Team? Mögt ihr Kadabra, von dem wir noch gar nichts gesehen haben eigentlich? Aber steckt ihr Hoffnung in Simsala oder mögt ihr Blaubarschbube oder ist das Wolverock euer Favorite, ne? Das Zwielicht Wolverock oder was auch immer. Auf welches Pokémon in meinem Team freut ihr euch am meisten und welches Pokémon mögt ihr am meisten? So, ja, da hinten gibt's noch Beeren. Okay. Flitterwochen, meine Süße, zum ersten Mal ein Zorbiris gesehen hat, von dem, keine Ahnung mehr. Man hört auf dem Tenkarat-Hügel zu eins fangen. Oh, okay, ich muss zum Tenkarat-Hügel ein Rokara-Chain rufen und dann Zorbiris rufen lassen, ne? Interessant, weil die haben ja beide Steine und Diamanten quasi. Oh. Ja. Das ist die kleine Wuffels. Ja, ich muss hier durch. Und ich mache natürlich noch einen Schlenker, wo es dann, ne, wo ich dann noch mehr Pokémon encounter, als ich müsste. Aber in Ordnung. Ja, ich werde auf jeden Fall nach der Prüfung von Hala nochmal mit Tauros durch die ganze Insel gehen und versuchen, alles mitzunehmen. Ne? Das kann man dann offscreen relativ chillig machen, falls ich irgendwie Sticker finde oder so.
werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben, aber vorerst, denke ich mal, sollte das passen. Alright, Freunde, in der Theorie würde ich jetzt bald schon mal den Part beenden, aber wisst ihr was? Wir machen einfach noch das Battle gegen Hala, beziehungsweise wir gehen mal noch nach Lily E. Denn dort müssen wir auch diesen Brief abgeben, beziehungsweise die Nachricht, ne? Das machen wir jetzt noch, wir machen ein bisschen Überlänge wieder, beziehungsweise ich weiß nicht, wie lange die Parts dauern werden. Ich bin da immer, ne, ich nehme alles am Stück auf und von daher sehe ich die Partlänge dann nie. Was ein bisschen verwirrend ist manchmal, aber hey, ihr werdet mitkriegen, Freunde, wie lange die Parts sind. Auf jeden Fall geht's jetzt noch ein bisschen länger, wir kämpfen noch gegen Hala und machen noch das Battle. Du und dein Team habt eine Prüfung bestanden. Bin jetzt kein Trainer, aber das war schon eine krasse Leistung, Sefi. Hala, der Inselkönig, ist ein sehr starker Trainer, der Kampf-Pokémon einsetzt. Gegen die Pokémon am besten mit Flug- oder Psycho-Attacken. Wir haben das eine oder andere... Das Ding ist... Okay. Also, Chihiro können wir nicht einsetzen, weil das Ding wird weggeknallt von Kampfattacken. Anubis wird auch weggeknallt, aber wir sind halt sehr, sehr bulky. Neutron-resisted Kampfattacken. Das ist schon mal sehr gut. Digger leider auch nicht, ne? Digger ist auch sehr gefährlich. Beziehungsweise Digger hier einzusetzen wäre auch sehr gefährlich. Blaubarschbube, Neutron und Mistogun resistieren alle drei die Kampfattacken. Und jetzt gucken wir mal, ne? Konfusion, Psykraft. Senkt dessen Genauigkeit. Oh Gott. Was für Stats hast du denn, mein lieber Mistogun? 46 Spezialangriff, 40 Init, 40 KP. Wie war die Verteidigung? Schlecht, ne? Sehr schlecht. Alter, 16? Holy shit! Yo, Mistogun wird geone-shottet werden. Ne? So. Okay. Hala, es geht los. Ich habe zwei Pokémon, die ein bisschen vielleicht was tanken können. Let's see. Diesen Kampf habe ich sehnsüchtig erwartet, Sefi. Komm her, ich nehme dich auseinander. Okay. Ho! Inselkönig gegen Sephiron. Hatte der Junge nicht irgendwie... Hatte der einen Krabbox? Ich glaube, der hat einen Krabbox gehabt, oder? Ist es wahr? Oh, shit! Plöp, 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 plöp. Aber mit der Macht von Zoroark und Zoroeimer im Herzen werde ich ihn vernichten. Die Frage ist, Macholo auf 15, Alter. Ich gehe mal für eine Konfusion. Wenn er mich mit einem Karateschlag krittet, Alter. Energiefokus, der Boy. Er will kritten, der Junge. Okay. Aber Kadabra macht einen guten Job. Kadabra outspeedet auf jeden Fall. Oh, er gibt einen Supertrank. Okay. Aber es ist okay. Ich töte ihn. Ich töte ihn so oder so. Badadada. Mistogun! Mit seinen beiden Löffeln, Alter. Beziehungsweise einen, ne? Er hat ja nur einen. Ich fand Kadabra schon immer cooler als Simsala, um ehrlich zu sein. So vom Design her finde ich Kadabra wesentlich cooler als Simsala. So, Mistogun bekommt ein paar EP und steigt im Level. Zwei Spezialangriff plus, das ist super. Krabbox. Warum setzt der Junge Krabbox ein? Das ist halt so meine Frage. Ah, der Junge hat irgendetwas, mit dem er mich aus dem Leben puncht. Was habe ich für Defensivwerte mit dem Ding? 22. Ich gehe mal... Well, okay.
Der Junge hat gerade unser fucking Kadabra gekillt. Mit einem Hit. Mit einer Verfolgung. Wow. Wow. What? Mistogan ist tot? Sein allererster Kampf. Er hat massive Init-Werte. Ne? Er ist schneller. Er ist das schnellste Pokémon in unserem Team. Mit Abstand. Er hat massive Spez-Attack-Werte, aber er hat so schlechte Verteidigungswerte, dass er einfach instant verreckt ist, Alter. Wow. Verfolgung, okay. Okay. Whatever. Wir gehen zu Neutron und ballern mal einen Funkensprung raus. Alter, warum konntest du nicht gerade eben Silberblick machen? Oh mein Gott. Das war ein Crit. Das war ein Crit. What? Ich hätte mit Kadabra einfach angreifen müssen. Ich hätte einfach nur eine Konfusion spammen sollen, dann hätte ich mehr davon gehabt. Digga. Das ist ein Funkensprung mit 65 Stärke. Oh, es ist nicht Stab. Und der Käferbiss wird resistiert, ne? Egal, ich gehe mal noch auf einen Käferbiss in der Hoffnung, dass er eine Beere trägt und dass ich die ihm... Oh, Mann. Ja, keine Beere, okay. Ich gehe trotzdem nochmal für einen Funkensprung. Verfolgung. Du kleiner Drecksack, Alter. Schon wieder ein Crit. Das Problem ist, er hat so viele Silberblicks gedroppt. Okay, er kriegt wieder die Para. Das Problem ist, er hat so viele Silberblicks gedroppt. Ich bin auf minus 2 oder so, ne? Minus 2. Wenn ich jetzt rausswitche und der Verfolgung drop, was doppelt so viel Damage macht, wenn ich rausswitche, dann war es das mit Neutron. Ich muss einen Trank einsetzen und den Jungen hochheilen und dann kann ich es riskieren, ihn rauszuswitchen. Weil wenn der jetzt für eine Verfolgung geht, Alter... Oh mein Gott, und er crittet mich. Verliere ich hier wirklich zwei Pokémon gerade? Biss kann ich nicht machen, weil es wird resisted. Ich könnte zwar flinchen, aber ey, das würde ewig dauern. Oh, fuck. Ich habe keine andere Wahl. Alter, dieses dreckige Ding! Töte zwei meiner Pokémon! What the hell? Was soll die Scheiße? Weißt du was? Ja, Mann, weißt du was, Digga? Ich zerstöre jetzt sein Leben. Ich zerstöre jetzt sein Scheißleben, Alter. Ist mir egal. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Er kriegt keine einzige Para. Er kommt die ganze Zeit durch. Mit seiner dreckigen Verfolgung, Alter. Und killt zwei meiner Pokémon. Jo, wäre Kadabra nur höher gelevelt gewesen, hätte ich alles one-shotten können. Na, aber okay. So. Ein Steinwurf wird resisted. Feuerzahn ist neutral. Du kannst geflincht werden. Wirst du aber nicht. Kein Flinch, keine Para. Denkt er sich so, ja, nö, juckt mich nicht. Feuerzahn könnte missen. Tut es aber nicht, dankeschön. Verpiss dich, Krabox, Alter. 194 EP für das? Oh mein Gott. Das schwierigste Pokémon kommt erst noch. Wow. Ich bin auf plus 1, Alter.
Das wurde gerade resistiert. Ich bin gar nicht mehr auf plus 1. Naja, hat Silberblick eingesetzt. Verdammt, Alter. Ah, ich hab wieder ein Problem. Ich bin wieder am Struggeln. Alter, what the fuck? Sandwirbel. Okay, ja, wenn ich nicht verfehle, habe ich kein Problem damit. Aber so wie ich mich kenne... Okay, ich habe Expertengurt, Alter. Es ist leider einfach kein Stab. Damn it, hör auf! Du blöder Fettwanst, Alter. Ich habe schon zwei Pokémon an Hala verloren. Ein fucking Kadabra und ein potenzielles Wickerwold. Ich kann definitiv nicht noch ein weiteres Pokémon verlieren. So, kann das überhaupt daneben? Es kann nicht daneben gehen, weil es eine Soundattacke ist. Yo, der ist dumm, der Junge. Es ist eine Geräuschattacke und deswegen kann es gar nicht daneben gehen. Oh shit, und wir besiegen Makuhita, Alter. Puh, oh my goodness. Oh. Wow. Wow, 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 wow. Ich habe nichts anderes erwartet. Du und deine Pokémon habt wirklich Talent. Oh mein Gott. Ich vermute, Kapuriki kann es kaum erwarten, selbst herauszufinden, wie stark du und deine Pokémon geworden seid. Oh, er gibt mir den Battalium Z. Tja. Oh je, meine Freunde, oh je. Wir haben zwei richtig gute Pokémon verloren. Vor allem Kadabra, Alter. Obwohl Wickerwold hätte in Zukunft so heftig werden können. Mit Schwebe, mit Donnerblitz und so weiter, ne, wisst Bescheid. Alter. Vor allem hätte es uns in Doppelkämpfen mit der Fähigkeit Batterie noch was gebracht, etc. Ach, traurig. Traurig, traurig, traurig. So, der Tauros Boy will also mitkommen. Ich schenke dir das hier. Wie hieß das schon wieder? Der Pokémobil. Natürlich, Pokémobil. Warum probierst du den nicht gleich mal aus? Sehr schön. Einmal aufsteigen und dann geht's ab, meine Freunde. Wenn man auf Tauros reitet, sieht die Welt doch gleich ganz anders aus, oder? So ist das bei uns, Sefi. Dann will ich dir mal mein Geschenk erklären. Mit dem Pokémobilfunk kannst du ein Pokémobil beirufen, genau. Ja, Mann. Jetzt können wir also auf Tauros reiten und auch potenziell auf Mantax, weil die hat ja gesagt, jo, wenn wir die Prüfung abgeschlossen haben, können wir jederzeit zurückkommen und Mantax reiten. Das bedeutet im nächsten Part, ich werde jetzt eine ganze Runde durch Alola machen, alle Items einsammeln, alle Gegner bekämpfen und so weiter. Und im nächsten Part sehen wir dann das finale Battle gegen den krassen Boss auf der Route 3 und wie wir Mantax reiten werden. Glückwunsch, Sefi, es war mir eine Freude, deine Fortschritte bei unserem Treffen in der Trainerschule mitzuverfolgen. Du hast ja von der Z-Kraft ja vollen Gebrauch gemacht. Oh, wie wär's mit einem Alola-Fotoclub, ein Erinnerungsfoto? Mit Tauros ist es nur ein kurzer Sprint nach Haoli. Ich hoffe, dass deine Inselwanderschaft von Erfolg gekrönt sein wird. Hm. Also dann, Sefi. Du solltest gleich mal ausprobieren, wie stark Tauros ist. Warum gehst du nicht die Steine zertrümmern? Noch ein Geschenk von dem Jungen? Trugschlag. Oh, okay. Nice. Mit Trugschlag kannst du sicher gehen, dass die Pokémon auf ein KP fallen. Somit kannst du jedes Scheißviech fangen, ohne es zu töten, aus Versehen. Ja, also im nächsten Part, Freunde, werden wir wohl das Fotohaus sehen. Wir werden den Endbosskampf sehen auf der Route 3. Und wir werden mit Mantax hoffentlich surfen gehen können. Auch werde ich euch noch sagen, nicht zeigen, aber sagen, was ich alles gefunden und gesehen habe während der Zeit. Ne, wir sind gerade in Lilii zum Beispiel. Ja, da kann man zum Beispiel mal das Mädel suchen.
was einen Bruder hat oder so, I don't know. Und diesen Brief vorzeigen etc. Alter, ist es ein fucking Alola Coco weiter hinten? Habt ihr das gerade gesehen? Hinter dem Haus war gerade ein Alola Coco Wai, was da gerade rumgerannt ist. Hier gab's halt diese Dinger, ne? Gibt's hier mittlerweile Sticker oder so? Ich glaube nicht. Hier gab's diese... diese Kerne. Schau mal da! Man sieht's wieder. Agufas im Bad. Oder wie? What the hell? Okay. Alright, meine Freunde, aber somit verabschiede ich mich von euch für den heutigen Part der Pokémon Ultrasonne, Ultramond, Nuzlocke Challenge. Ich wünsche euch was, wir sehen uns im nächsten Part. Im nächsten Part werde ich wohl das ein oder andere Pokémon ausgetauscht haben, gelevelt haben und vorbereitet haben für das weitere Abenteuer, damit wir so schnell wie es geht abhauen können. Macht's gut, Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein und bye bye.